Jahr 2016 wollten wir die Berliner Gewässer und die Gegend südlich von Berlin erkunden. Auf der Suche nach einem geeigneten Schiff stießen wir auf die Anna Blume vom gleichnamigen Anna Blume Charter. Auf dem Schiffchen fühlten wir uns so wohl, dass wir sie auch 2017 charterten, um diesmal von Niederlehme bis nach Waren an der Müritz und zurückzufahren. Die Anna Blume ist eine Kent 28 und wurde in den Niederlanden gebaut. Der Rumpf stammt allerdings aus England und wurde für Lotsenschiffe konzipiert. Der kleine GfK-Verdränger ist 8,5 Meter lang, 3,5 Meter breit und hat einen Tiefgang von einem knappen Meter. Leider besitzt die Kent nur einen Innensteuerstand, keinen Außensteuerstand. Zudem vermissten wir einen zweiten Sitzplatz mit Blick nach vorn. Schon länger vorher spielten wir mit dem Gedanken, uns irgendwann ein eigenes Boot zuzulegen. Während der langen Tour über die Havel beschlossen wir, dass die Kent 28 zu den Top-Kandidaten gehören müsste. Ein paar Umbauten mussten wir allerdings einplanen. Ein zweiter Sitz mit Blick nach vorn könnte die Sitzgruppe im Salon ersetzen und wir dachten darüber nach, ob sich eventuell ein Außensteuerstand etablieren ließe. Wieder zurück zu Hause recherchierten wir ein wenig nach Gebrauchten kennt und mussten feststellen, dass es davon leider nur sehr wenige gab. Einige kennt wurden allerdings anfangs der 2000er Jahre auch in einer zweiten Variante, der sogenannten Kent Lunch, hergestellt.